Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge hier bei Die Reise meines Lebens. Und wir nehmen euch heute mit nach Amsterdam, in die Hauptstadt der Niederlande und in eine der romantischsten Städte der Welt. Man sagt ja, in Amsterdam gibt es mehr Fahrräder als Einwohner, wunderschöne kleine Kanäle und Cafés. Und davon wird uns unser heutiger Gast gleich mehr erzählen. Sie stammt ursprünglich aus Österreich und ist vor einiger Zeit in die Niederlande gezogen, um da international Physiotherapie zu studieren. Sie ist nicht nur Physio mit Leib und Seele, sondern arbeitet nebenbei auch als erfolgreicher Online-Coach im Bereich Fitness und Ernährung, macht selbst Bodybuilding, ist begeisterte Powerlifterin und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Carmen. Hallo. Hallo, Carmen. Ja, wir freuen uns sehr, dass du da bist und heute mit uns einen Podcast machst und uns heute mit nach Amsterdam nimmst. Ja, freut mich auch voll. Wie hat sich denn das alles bei dir ergeben, dass du dich entschieden hast, international Physiotherapie zu studieren? Ja, also bei mir war das so. Ich habe direkt nach der Matura, also österreichisches Abitur sozusagen, wollte ich anfangen zu studieren. Also mir war es wichtig, dass ich gleich was mache. Und ich bin aber erst ein bisschen spät auf Physiotherapie draufgekommen, dass man das so studieren kann. Und dass mich das auch eigentlich sehr interessiert. Und da waren diese ganzen Fristen schon vorbei für Aufnahmetests. Und dann habe ich erstmal, dann bin ich nämlich nach Holland gezogen, in den Norden von Holland, nach Groningen. Das kennt man vielleicht auch, ist eine ziemlich bekannte Studentenstadt, vor allem für Deutsche. Ja, da bin ich dann hingezogen, ursprünglich, weil ich was ganz anderes studieren wollte, und zwar internationale Beziehungen, also in Richtung Politik. Okay. Ja, dann habe ich mich aber dazu entschlossen, noch was ganz anderes zu studieren, und zwar in Richtung Marketing. Mhm. Weil mir war so wichtig, dass ich einfach irgendwas studiere. Aus irgendeinem Grund, vielleicht hatte ich da so Druck und habe das mal gemacht, bin aber ziemlich schnell darauf gekommen, das ist nichts für mich. Und ich möchte doch wirklich unbedingt Physiotherapie machen, weil ich halt auch einfach, ich fand den menschlichen Körper so spannend. Und wie gesagt, ich habe mich halt auch früh schon selbstständig gemacht als Personal Trainerin, demnach hat das halt einfach auch mehr Sinn ergeben. Und genau, dann war es aber halt eigentlich, dann war ich schon mitten in der Schule, es war viel zu spät, um jetzt irgendwie noch was zu wechseln. Und habe mich dann eben darauf vorbereitet, in Wien, beziehungsweise irgendwo in Österreich aufgenommen zu werden für das Physiotherapiestudium, was extrem, extrem schwierig ist in Österreich. Also es ist noch schwieriger eigentlich als irgendwie ein Medizinstudium oder so da reinzukommen, weil es einfach extrem viele Leute machen wollen, aber sehr wenige genommen werden. Und habe mich darauf vorbereitet und ich wollte eigentlich auf gar keinen Fall wieder in Holland studieren, weil ich eigentlich keine gute Erfahrung gemacht habe. Aber ich habe dann sehr viele Leute kennengelernt, die mir meine jetzige Uni eben empfohlen haben. Und gesagt haben, also eben in Holland. Also ich war schon praktisch in Holland, habe viele Holländer kennengelernt und sonst wäre ich, glaube ich, gar nicht auf die European School of Physiotherapy eben draufgekommen. So. Und dann habe ich mich da mal beworben, weil ich mir dachte, es ist so unmöglich, in Österreich reinzukommen. Wenn ich halt nicht genommen werde, dann gehe ich halt sozusagen worst case einfach in Amsterdam studieren. Und ja, es war eigentlich ziemlich machbar, da reinzukommen in diesen Studiengang in Amsterdam. Und reingekommen in Österreich eben nicht, sonst wäre ich bestimmt in Österreich geblieben. Leider eigentlich, weil ich glaube, mir gibt das jetzige Studium auf jeden Fall mehr Opportunities und auch Connections und so. Ja, und dann bin ich in Amsterdam gelandet, weil ich eben in Österreich nicht genommen wurde. Ich freue mich ja auch, mit einer Kollegin zu sprechen im Endeffekt, denn ich bin ja auch Physiotherapeut. Einige wissen das, die unseren Podcast hören oder uns folgen. Bei mir war es ähnlich damals, denn in Deutschland, es gibt ja das private Studium oder Ausbildung und es gibt ein Stipendium. Und es ist halt wirklich schwer, ein Stipendium zu bekommen. Das heißt, da musst du nichts bezahlen für die Ausbildung. Und ansonsten ist Physiotherapie eine sehr teure Ausbildung. Also teilweise bezahlen die Leute bis zu 500 Euro im Monat, um das überhaupt lernen zu dürfen. Ja, das finde ich eh einen Wahnsinn. Ich hab sogar eine Freundin von mir, die studiert auch bei mir, jetzt in Amsterdam, die hat eine fertige Ausbildung in Deutschland. Aber man kann halt wenig dann damit wohin reisen, weil das halt oft nicht anerkannt wird dann. Die macht jetzt einfach die ganze Ausbildung nochmal als Bachelor und die hat auch so viel gezahlt einfach. Ich finde das dann schon auch irgendwie spannend, weil es halt dann nicht als Studiengang angeboten wird, aber irgendwie doch sehr teuer ist. Also für mich ist auch, ich habe ja jetzt den Vergleich zwischen Deutschland und der Schweiz und es ist schon deutlich intensiver in der Schweiz als Physiotherapeut zu arbeiten. Du wirst mehr hinterfragt, du hast viel mehr evidenzbasiertes Arbeiten und so. Da gibt es schon
klare Unterschiede, auch in der Qualität, muss ich sagen. Ja, das glaube ich sofort. Ich glaube, es ist eben viel auch dieses evidenzbasierte Arbeiten, dass es weniger gibt in Deutschland, dadurch, dass es auch nicht als Bachelor, also ich glaube, man macht in der Ausbildung nicht so viel in Richtung wissenschaftliches Arbeiten. Ja, das stimmt. Da weißt du das besser wahrscheinlich. Ja, da Ja. bist du eher Und ich glaube dann, praktisch. dass das prägt halt den Arbeitsbereich dann auch. Carmen, du hast ja schon kurz erwähnt gehabt, dass du dich als Personal Trainerin selbstständig gemacht hast. Und war das denn, bevor du die Ausbildung als Physiotherapeutin angefangen hast, oder wie kam denn das alles? Ich habe mit 17 angefangen, Personal Training Stunden zu geben und selbstständig wurde ich dann mit 19, glaube ich. Also das Personal Trainer Sein hat schon angefangen vor dem Physiostudium. Bei mir war das so, ich bin relativ jung in den Kraftsport reingerutscht. Also mit 15 schon, glaube ich. Und also in Richtung Powerlifting und Bodybuilding. Das habe ich dann sehr aktiv betrieben mit 16, 17 eben. Und bei mich das so, das war einfach ziemlich schnell eine riesengroße Leidenschaft von mir. Ich komme ursprünglich aus dem Reitsport, aus dem Dressurreitsport, also was sehr anderes, und habe das ein bisschen so zusätzlich gemacht und es wurde aber ziemlich schnell einfach meine, ja, größte Leidenschaft und ich wollte das dann, ich habe das in so vielen Bereichen vom Leben bereichert, dass ich das an andere weitergeben wollte. Das war meine ursprüngliche Motivation und dann habe ich mit 17 gleichzeitig mit der Matura meinen Personal Trainer Ausbildung gemacht in Österreich und dann habe ich ein Jahr in einem Fitnessstudio gearbeitet und habe dann aber irgendwie gesehen, dass das keine Zukunft hat, wenn man so, ja, halt angestellt ist als Personal Trainer. Mega cool und ich muss sagen, das ist ja schon sehr viel Verantwortung, gerade in jungen Jahren und es gehört immer sehr viel Mut dazu, sich so ein eigenes Business aufzubauen und so. Und du hast ja mittlerweile auch Ja. schon eine beachtliche Anzahl an Followern auf Instagram. Also du hast aktuell über 7000 Follower auf Instagram und teilst da sozusagen dein ganzes Leben, wie du uns mal gesagt hast. Die Leute können dich da verfolgen unter Coach Cappuccino. Genau. Wie kommst du denn zu dem Namen? Ja. Ich wünschte, es wäre eine coolere Story dahinter. Ist aber leider echt nicht. Ja. Also ich trinke gern Cappuccino. Deswegen denken auch die Leute meistens, es kommt daher. Aber eigentlich, weil es gab oder es gibt einen österreichischen YouTuber und dessen Partner hieß oder heißt, ich weiß nicht, ob der immer noch heißt, auf Instagram meine Melange. Und meine Freundinnen und ich, wir irgendwie 13, 14 waren, fand die halt cool. Und dann haben wir uns allen auf Instagram unseren Namen gegeben und dann eine Kaffeeart dazu. Und ich war eigentlich Carmens Cappuccino, ewig lang auf Instagram, bis ich dann Coach wurde. Und ich fand es halt irgendwie nur authentisch, wenn ich mich dann Coach Cappuccino genannt habe. Und das wurde dann halt irgendwie mein Brandname. Und viele Leute denken, ich heiße Cappuccino mit Nachnamen, Ja. was ich urcool fände, aber es ist halt irgendwie nicht. Und ich weiß noch, mein erster Coach hat mich als Carmen Cappuccino, hat mich so eingespeichert gehabt. Ich so, nein, ich habe einen anderen Nachnamen. Sehr Also ja, geil. es kommt daher, es ist eine langweilige Geschichte, aber es wurde irgendwie eine coole Brand daraus, finde ich, Ja, weil ich auf muss jeden mir nichts Fall. groß überlegen. Ja, Es das ist klingt ein einfach ganz cool. mega geiler Name. Ja, danke. Dein Klientel, das du so betreust, das ist das hauptsächlich international? Wo kommen die Leute da so her? Hauptsächlich in Amsterdam oder wie ist das so? Es hat sich ziemlich verändert über die Jahre, habe ich das Gefühl. Also am Anfang mehr aus Wien Leute, weil mich halt auch hier jetzt, also so per se in Amsterdam halt auch niemand kannte. Ich glaube, teilweise ist es schon so, dass auch dich Leute finden über Instagram, durch das Gym, das du zum Beispiel verlinkst. Das war halt dann zuerst eben viel in Wien. Und dann hat sich es irgendwie ziemlich schnell, wurde es ziemlich international. Also ich hatte dann Kunden, weil ich eben auch dieses Online-Coaching mache, nicht nur Personal Training, wurde ziemlich schnell international. Also ich hatte dann Kunden in Amerika, in Israel, irgendwo in Europa halt, also aus verschiedensten Ländern. Und dann wurde es wieder Wien fokussierter. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, viel mit den Leuten, die man auch verlinkt. Also ich hatte dann viele andere Lifting-Freunde in Wien, die auch Coaches waren. Wenn man die dann schneller, also öfter verlinkt, dann kriegt man wieder mehr Kunden von dort. Also es hat sich ziemlich, ziemlich verändert. Ja, jetzt ist es eher so viel Wien und ein bisschen was von Rest von Europa, würde ich sagen. Wo siehst du denn die Zukunft des Sports oder die Zukunft des Arbeitsfeldes? Siehst du das grundsätzlich
online? Wird sich das alles dahin entwickeln oder wie denkst du? Ich finde es schwierig zu sagen, weil ich finde, dass man online sehr viel herausholen kann, auch mit kompletten Anfängern zum Beispiel. Deswegen kann ich mir eben auch vorstellen, dass Online-Physiotherapie ganz gut funktionieren kann. Ich finde immer noch, dass das Persönliche, das Face-to-Face, einen enormen Wert hat. Aber ich finde, es kommt extrem auf den Kunden an, weil ich als Athlet, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals einen Personal Trainer wieder brauchen würde. Aber anders als Patient in der Physiotherapie schon. Ich kann mir vorstellen, wenn sich vielleicht Technologie noch ein bisschen besser entwickelt, dass wirklich alles online sein wird für eine Zeit. Aber ich glaube, es ist ein bisschen wie jetzt, wo wir in der Corona-Krise auch merken, dass wir dieses Soziale auch brauchen und dieses Face-to-Face, obwohl das über Zoom oder so zum Beispiel genauso gut funktioniert, ein Meeting wie vielleicht Face-to-Face, dass wir dann wieder mehr in Richtung, okay, ich nehme doch einen Personal Trainer oder ich mache meine Physiotherapie doch Face-to-Face, dass wir da wieder zurück dann gehen, weil ja, ich glaube einfach den Leuten wird irgendwann, wenn wirklich alles nur mehr online ist, vom Sport zu dem Beruf und der Beziehung über Tinder, ich weiß nicht, dass dann irgendwann alles zu viel ist auch. Gerade am Anfang, wenn du jetzt einen neuen Kunden hast, also oder einen kompletten Sportanfänger, ist es ganz, ganz wichtig, das Face-to-Face zu machen, die Muskeln zu fühlen, zu facilitieren, die Winkel gut zu lernen, einfach das zu sehen, weißt du? Und wenn eine gewisse Erfahrung vorhanden ist, kann man immer noch per Video-Coaching oder Langzeitbetreuung halt miteinander arbeiten. Ja, aber gerade anfänglich, da könnte zum Beispiel nicht irgendeine App, gibt ja mittlerweile sehr viele Trainer-Apps und so, die das für dich machen, dich ersetzen, weißt du? Ich glaube, das Problem mit den Trainer-Apps zum Beispiel ist auch, dass es zu unpersönlich ist, also zu nicht individuell genug so. Und ich glaube, also ich habe schon im Online-Coaching komplette Anfänger gecoacht, was sehr, ich sage mal, kontrovers ist, weil die Leute halt oft glauben, das geht gar nicht. Ich bin der Meinung, ich habe denen trotzdem die Grundübungen sehr gut beibringen können. Es hat vielleicht länger gedauert, als wenn ich es face-to-face mache, aber auf jeden Fall bei mir ist es so, dass der Kunde auch weniger zahlt monatlich, als wenn der jetzt 4 Trainerstunden im Monat nimmt. Ja. Und demnach denke ich mir, ist das dann auch irgendwo wieder fair und der Kunde weiß das vorher. Dafür hat er halt andere Vorteile, wie er kann mir halt die ganze Zeit schreiben, ich bin ständig da, ich gebe denen wöchentliches Feedback, das auch ausführlicher ist, als dieses nur eine Stunde irgendwie available sein für den Kunden dann. Carmen, wie ist das jetzt für dich? Du kannst ja jetzt dein Leben vorher in Österreich vergleichen und dein Leben jetzt in Amsterdam. Wie hat sich das verändert? Ich meine, das Leben hier schon recht anders als in Wien. Alleine so Sachen wie, dass man halt einen sehr aktiven Lebensstil hier hat. So Fahrradfahren zum Beispiel. Ich bin halt auch irgendwie ein bisschen mehr independent, weil ich halt auch weg von meiner Familie wohne und mir alles halt neu aufbauen musste. Die Leute sind halt sehr anders als in Wien, würde ich sagen. Bisschen freier. Also sie denken irgendwie ein bisschen freier und ein bisschen mehr, also Freiheit ist sehr wichtig in Holland. Und in Österreich stimmt auch, aber halt ein bisschen anders. Man merkt das auch jetzt wieder zu Corona, also Sachen wie Maskenpflicht oder so wird hier nicht toleriert. Ja. Aber ja, man lernt auch, ja, es hat sich so viel verändert, man lernt so viele neue Leute kennen durch das Studium, dann auch durch die Arbeit. Ich habe ja hier auch als Personal Trainer dann gearbeitet und als Physiopraktiker gemacht. Also vorher, nachher, was hat sich am meisten verändert? Ich glaube auch die Leute, man lernt so viele Leute kennen, man lernt viel Kultur kennen. Das Leben in Amsterdam ist hier einfach sehr anders. Ich überlege auch immer, ob ich einfach hier bleiben möchte oder was mir dann wirklich besser gefällt, Wien oder Amsterdam. Weil es so anders ist, finde ich, ist eine sehr schwierige Frage halt auch. Was ist so für dich die schönste Area in Amsterdam? Also wenn jetzt jemand möchte jetzt Urlaub machen da zum Beispiel, ja? Und er möchte sich irgendwas angucken und was würdest du dem empfehlen? Also was sollte er sich unbedingt angucken? Ich glaube, es gibt zwei Orte, würde ich sagen. Mein Lieblingsdistrict heißt The Pipe und ist einfach sehr nett. Es gibt sehr, sehr viele kleine Bars und Cafés. Also generell die Kaffeekultur ist hier sehr nett in Amsterdam. Und wenn man sich jetzt so einen Tag in Amsterdam vorstellt, dann sollte man das
eigentlich weniger in diesen touristischen Vierteln, also in wirklich Zentral-Amsterdam machen, weil da ist, natürlich sind die Gebäude nett, aber die sind auch in anderen Vierteln nett. Aber ansonsten sind da einfach nur sehr viele Menschen. Und was ebenso nett ist an den anderen Vierteln, wie zum Beispiel der Pipe, ist, es ist ein bisschen ruhiger und gemütlicher. Also ich finde, das ist das, was auch Amsterdam ausmacht, ist dieses Gemütliche, dass alles sehr eng ist und klein. Weil Amsterdam ist de facto eine sehr kleine Stadt. Und dass alle Läden einfach so schmal sind und die Cafés auch. Und teilweise sind da irgendwie nur drei Tische drinnen oder so. Also ich würde empfehlen, in diesen District einfach zu gehen, in The Pipe. Da kann man sehr gut rumbummeln, irgendwie langsam gehen und teilweise auch shoppen. Es gibt den Albert-Kaufmarkt in diesem District. Es ist so einfach ein Markt im Endeffekt mit hunderten Geschäften oder Ständen, nicht Geschäften. Ich weiß nicht mal, wie lang dieser Markt ist, aber es ist ewig lang und da kann man auch durchspazieren. Das ist sehr nett. Und dann kann ich noch empfehlen, in den Norden zu gehen, weil es ist ja Amsterdam, ist ja getrennt von, also es gibt den nördlichen Teil von Amsterdam und eben den Rest und dazwischen das Wasser. Und der Norden ist auch nicht zu groß, ist aber sehr nett, weil man eben das Wasser so nah hat. Und da gibt es auch ein paar sehr nette Cafés und Bars am Wasser. Das ist sehr empfehlenswert, da dann zum Beispiel den Abend zu verbringen. Du, wie ist denn das? Ich sage ja immer zu Nadine, ich hätte so gern ein Hausboot. Oh Mann. Ja. Das ist so ein kleiner Traum von mir so. Aber ja, hast du schon mal eine Nacht auf einem Hausboot verbracht? Ich leider noch nicht. Ah, doch, warte, doch, ja. Doch, einen Abend habe ich schon mal auf einem Hausboot verbracht. Es ist sehr cool. Ist auch mein Traum, so ein Hausboot zu haben. Es ist ziemlich romantisch, würde ich sagen. Es ist wirklich sehr cool. Und ja, ist einfach irgendwie so einzigartig, weil das gibt es so per se in anderen Städten eigentlich nicht. Und ich bin auch ein Wasserfan, sage ich mal. Also ich bin gerne in der Nähe von Flüssen oder dem Meer oder halt so Kanälen. Und es ist sehr cool. Es schaukelt auch nicht oder so eigentlich. Und es ist irgendwie fancy, finde ich. Es ist sehr cool. Wie ist denn das mit den Kanälen? Also hast du gesagt, Amsterdam, es gibt da, glaube ich, mehr Fahrräder als Einwohner auf jeden Fall. Und wie ist das da mit dem Verkehr? Ja, Weil überall die sicher. Kanäle sind und so, kommt man da überhaupt mit dem Auto voran? Oder also. Eigentlich nicht. Also dadurch, dass halt auch Holländer sehr fortschrittlich sind, was Umweltschutz anbelangt, ist eigentlich das Stadtzentrum Amsterdam autofrei, fast. Also die meisten Straßen vom wirklichen Center, sage ich mal, kommt man eigentlich gar nicht mit dem Auto. Was ich persönlich, ich meine, ich habe hier halt auch kein Auto, aber ich finde das sehr angenehm. Also ich habe dann auch gemerkt, zum Beispiel im Vergleich zu Wien, wie ich in Wien war wieder ein paar Wochen oder so, mir waren einfach zu viele Autos. Genau, also es ist einfach sehr darauf ausgelegt, dass man mit dem Fahrrad herumfährt. Und ja, und was die Kanäle anbelangt, teilweise kann man halt, man muss halt einfach Umwege fahren, um irgendwo hinzukommen, weil da halt gerade Wasser ist. Es passiert mir öfter, dass ich irgendwo abbiegen möchte und dann ist halt gerade keine Brücke. Aber ja, ich finde das sehr cool, dass man so viel mit dem Fahrrad fährt. Es ist nur mit dem Wetter halt blöd, weil es sehr regnerisch ist hier. Ja, aber an sich ist es, ja, die meisten Leute fahren mit dem Fahrrad und es ist auch extrem teuer, ein Auto hier zu haben. Also fürs Parken zahlt man enorm viel, das Auto überhaupt zu haben auch. Viele Autos sind gar nicht zugelassen hier wegen Umwelt, Gasabstoß, ich weiß es nicht. Genau, also es ist sehr umständlich, eigentlich ein Auto zu haben. Ja, das ist ähnlich in der Schweiz. Also wir haben ja auch schon jahrelang jetzt kein Auto mehr und bewusst, also wir freuen uns ehrlich gesagt, dass das weg ist. Sieht vielleicht auch komisch an. Aber hier ist es genauso. Also in der Innenstadt hier sind keine Autos erlaubt, können es gar nicht irgendwo parken oder so. Das wäre super teuer. Ja, und so eine Durchsicht, also so eine normale Durchsicht kostet schnell mal 1500 Franken, also Ja, ich 1300 finde das Euro auch oder gut so. so. Ich hoffe irgendwie fast, dass es die Zukunft von Städten, wenigstens in Europa, weil man überlegt zum Beispiel auch in Wien jetzt, dass man eben die Innenstadt autofrei macht. Und es ist so viel Proteste dazu, die Leute wollen das nicht. Und ich glaube, wenn ich nicht hier gewohnt hätte, hätte das genauso gesehen, weil Autos werden als praktisch halt gesehen, weil man kommt halt schnell irgendwo hin.
Aber ich denke mir gerade für Städte, die übersichtlich groß sind, und das ist halt Amsterdam, ist auch Wien zum Beispiel, finde ich, ist das eine gute Lösung. Die Lebensqualität ist einfach höher, dadurch, dass man nicht die ganze Zeit im Stau ist auch zum Beispiel. Ja, das stimmt. Ja. Also wenn man ja mit dem Fahrrad unterwegs ist, lebt man ja auch ein bisschen gesünder und so. Würdest du sagen, dass grundsätzlich die Niederländer oder die Leute in Amsterdam mehr auf ihre Gesundheit achten und gesunde Ernährung, Bewegung? Ich dachte am Anfang auf jeden Fall schon. Bin mir nicht mehr sicher, aber ich tendenziell wahrscheinlich schon. Unterbewusst. Einfach auch, weil sie sie fahren mehr Fahrrad. Ich glaube das schon, dass sehr viele Leute hier auch sportlich aktiv sind. Also ja, es kann schon gut sein. Sport ist schon ziemlich integriert hier bei den Menschen. Ich glaube auch so bei den Eltern, also und Großelterngenerationen schon. Und dann wird das so an die Kinder weitergegeben. Ich habe das Gefühl, hier machen viele junge Leute Sport, also auch so Teenager. Das ist auch teilweise mehr in Schulen integriert, als auf jeden Fall in Österreich das ist. Also da gibt es so Teamsportarten, die werden dann gibt es irgendwie die Wettkämpfe zwischen Schulen oder sowas. Das wird eher ausgetragen als in Österreich zum Beispiel. Und dann machen das die Leute auch weiter. Also ich würde schon sagen, auch zum Beispiel in Gyms merkt man das. Ich hatte immer das Gefühl, zum Beispiel in Österreich oder in Wien war das halt mehr so Männersport. Und aber in Holland ist das sehr gut aufgeteilt. Es sind Männer und Frauen da. Auch wenn man so rumfragt unter jungen Leuten, gehen viele Leute ins Gym oder so. Also ich denke schon, dass die Leute ein bisschen gesünder leben. Auf jeden Fall aktiver. Du kennst ja vielleicht das Klischee, wie du schon gesagt hast, so dass das Pumpen oder das Fitnessstudio eher was für Männer ist und so. Wie stehst du denn zu dem Thema? Also ich bin der Meinung, auch Frauen können stark sein. Und ich rede eigentlich auch relativ viel darüber auf meinem Social Media. Ich würde mich als Feministin bezeichnen. Und ich bemühe mich sehr, auch eben über meine Social-Media-Kanäle das zu vermitteln und zu verkörpern, dass das ins Gym gehen, aber auch vor allem spezifisch Kraftsport zu betreiben, progressiv mit dem Ziel, stärker zu werden und auch stärker auszuschauen, dass das normalisiert werden sollte, weil es gibt keinen Grund, warum das nur für Männer sein soll. Und das ist halt einfach ein bisschen so in unserer Gesellschaft geprägt. Und ich glaube auch deswegen fühlen sich extrem viele Mädels unwohl, wenn sie ins Gym gehen und dann halt doch mehr Gewicht bewegen oder auch gerade anfangen mit dem Training. Dann nehmen sie irgendwie leichtere Hanteln oder so, alleine weil es irgendwie komisch wäre, jetzt sich richtig anzustrengen oder jetzt mehr Gewicht zu bewegen. Und ich finde, das soll so nicht sein. Und deswegen versuche ich eben auch, ja, viel darüber zu reden und auch Leute zu adressieren, die damit noch strugglen persönlich, wenn sie ins Gym gehen und sich da nicht so wohl fühlen. Und ich versuche auch umgekehrt mit Männern zu reden, direkt und zu sagen, wenn sie jetzt sagen, ja, eine Frau soll also immer nur dünn sein und nicht stark oder so, dass ich das spezifisch adressiere, weil ich stehe halt dahinter, dass Frauen, wenn sie stark sein wollen, auch stark sein sollen. Das denke ich auch. Wie ist denn das, wenn du dein Personal Training machst, hast du dann eher Männer oder eher Frauen, die du trainierst? Also sowohl face-to-face als auch online. Also wie sind da deine Erfahrungen? Ich hatte beides eigentlich. Ich würde schon sagen, dass ich mehr Frauen gecoacht habe bisher. Aber ich habe auch männliche Kunden gehabt. Aber definitiv mehr Frauen. Ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass ich eben dieses auf Social Media dieses ich bin eine starke Frau oder ich will eine starke Frau sein, so für Körper. Ja, das spricht natürlich an. Und auch wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise damit selbstbewusst wirke. Und ich glaube, das ist was dann halt auch einige meiner Kunden irgendwie gesucht haben, dass ich ihnen ein bisschen mehr vermittle, selbstbewusst mit ihrem Körper zu sein und stärker zu werden, sich das zu trauen, ein bisschen aus der Komfortzone rauszugehen. Und ich glaube, das haben dann eben viele der weiblichen Kundinnen bei mir gesucht. Und ein paar männliche haben dann trotzdem den Weg zu mir gefunden und fanden halt trotzdem cool, was ich gemacht habe. Viele Frauen fühlen sich ja auch unwohl im Fitnessstudio. Deswegen gibt es immer mehr Gyms, die nur für Frauen gemacht sind im Endeffekt oder hatten schlechte Erfahrungen mit irgendwelchen Typen, die sie da angemacht haben oder belästigt haben oder whatever, weil das, ich denke, oft falsch interpretiert wird von den Männern oder wahrgenommen wird, dass wenn eine Frau dort trainiert, dass sie nicht gleich auf einer, ja, sie ist ja nicht auf der Dating-Plattform, sondern auf der Lifting-Plattform im Endeffekt. Wie sind deine Erfahrungen da? Ah ja, ich finde dieses Thema
Damenbereich oder Damengyms recht spannend, weil ich bin ja der Meinung, wenn sich die Frau unwohl fühlt in einem Gym wegen der Männer, sind ja die Männer das Problem und dann müsste man das adressieren. Und ich finde nicht, dass die Lösung dazu ein Frauengym ist oder ein Frauenbereich. Umgekehrt ist es ja auch fair enough, wenn sich jetzt jemand einfach gerade nicht so wohl fühlt. Das ist es ganz cool, wenn die Person, diese Frau dann eine Rückzugmöglichkeit hat und dann praktisch alles geben kann in diesem Damenbereich, so Progress macht und vielleicht dann confident genug ist, um in den normalen Bereich zu wechseln. Aber wie gesagt, ich finde, das größte Problem ist dann eigentlich, also nicht der Mann, der eine Frau blöd anquatscht. Genau, also ich finde, da sollte man dann halt eher ansetzen. Ich finde auch das problematisch in diesen Frauenbereichen oder Frauengyms und ich war erst letztens wieder in einem, weil ja eigentlich, weil die Gyms hier so voll sind und das halt eher leerer ist, ist halt, das sind einfach wieder so viele Stereotypen vertreten. Ich meine, es gab irgendwie Kurzhanteln bis 30 Kilo und die haben bei 1 Kilo angefangen und ich muss sagen, ich habe jetzt nicht so oft 1 Kilo Kurzhanteln in diesen normalen Gyms gesehen oder aus, von der gleichen Kette vor allem. Also ich, es war ja eine Kette, ich gehe normalerweise in ein normales Gym und war halt in einem Frauengym. Die hatten Sachen, die gibt es im normalen Gym gar nicht, wo ich mir denke, das ergibt keinen Sinn. Das ist einfach meiner Meinung nach sexistisch. Und auch der Fakt, dass es nur 30 Kilo Kurzhanteln gibt. Also ich kann da maximal irgendwie Push trainieren. Für den Rest reicht es mir halt nicht. Und ich finde, das setzt halt auch so ein bisschen das Limit mental für Frauen. Okay, irgendwie so und so stark könnt ihr werden. Ja. Und das finde ich einfach blöd, weil ich finde es schon mal cool, wenn da jetzt eine 50 Kilo Kurzhantel liegt und die berührt aber keiner. Man kann aber trotzdem jede Frau sagen, ja, vielleicht ihr, also nicht mal, dass es vielleicht realistisch ist, selbst wenn, ist egal. So dieses Ziel ist höher gesteckt und ich finde das einfach komplett blöd, dass da irgendwie 3, 4 Sets von 1 bis 10 Kilo Hanteln liegen und der Rest halt nicht. Also ich sehe das nicht ein und ich finde das blöd. Ja, absolut. Das war bei uns immer im Gym. Also wir haben ja viele Jahre zusammen trainiert mit Nadine. Also wir haben eigentlich 4 Jahre zusammen im Gym trainiert. Da lag immer die 55 unten auf dem Boden, weißt du? Und das war immer so die Motivation der Leute da, ja, die bewegen zu können, die drücken zu können oder was auch immer damit zu machen. Und das spornt dich natürlich an, weißt du? Ja, und es gibt da wie so einen kleinen Wettbewerb untereinander und auch unter den Mitgliedern und so, ja. Ich weiß nicht, ob ihr das Intelligence Strength Gym in Wien kennt. Ja, Logo, ich habe alle Bücher. Aber sehr gutes Gym übrigens. Genau, also, weil bei denen, es sind so cool, bei denen ist halt deren Prinzip so, selbst wenn niemand, ich weiß nicht, bis wie viele Kilo jetzt wirklich per se die Kurzhanteln gehen, sagen wir 130 Kilo, ich weiß es nicht. Selbst wenn die niemals jemand berührt, dann hat jeder dieses, also es gibt praktisch die Möglichkeit, der Horizont ist so weit und hat das sozusagen als Ansporn vor sich. Und ich finde, das ist extrem wichtig mental. Und dass man sozusagen nie den ganzen Gewichtsstapel bewegen kann. Und das finde ich richtig, richtig wichtig, weil das motiviert einen im Training extrem und man weiß, man ist nicht der Beste. Und ich glaube, das ist einfach auch dieses Problem in Frauengyms, wenn da ja 3, 4 Sets 1 Kilo Hanteln sind oder wenn da nur 30 Kilo Kurzhanteln liegen oder nur ein Squat Rack ist, so. Dann kann nur einer da sein und der Rest soll halt irgendwie Squats ohne Gewicht machen, so, keine Ahnung. Ja, an dieser Stelle für alle, die gerne Fitnesssport machen oder Bodybuilding machen wollen, wir können Intelligence Strength wirklich empfehlen. Das sind 2 Brüder aus Österreich und sie haben eine umfangreiche Buchserie gestartet über alles Mögliche von Trainingsplanung, Upper Lower Body Training, alle möglichen Sachen. Und die gibt es regelmäßig im Angebot. Die könnt ihr euch gerne holen. Die habe ich schon vielen Leuten empfohlen. Und der Content, den sie bringen, der ist wirklich tiefgründig und auch für jemanden zu verstehen, der jetzt nicht unbedingt vom Fach ist. Also sie arbeiten mit anatomischen Begriffen. Es gibt zum Beispiel ein Buch über funktionelle Kraft und so weiter. Also das ist wirklich, wirklich gut. Und damit könnt ihr echt was anfangen. By the way. Ein bisschen Werbung machen. Ja, nein, das ist wirklich cool. Ich habe also viele Leute, die auch öfter fragen, ob man jetzt per se Literatur empfehlen kann. Und ich kann die wirklich nur empfehlen. Ich habe auch diese Bücher als, sage ich mal, erfahrener Personal Trainer oder auch eine Person, die jetzt so tiefgründiges Knowledge hat über den menschlichen Körper, einfach durch mein Studium. Ich habe auch viel mitnehmen können von den Büchern. Und wie gesagt, ja, wie du gesagt hast, diese auch für, sag ich mal, den Leute, die jetzt kein Hintergrundwissen haben, ist es sehr easy to read, also kann man nur empfehlen. Wie viel Zeit deines Tages nimmt denn das Training so ein? Oder wie oft trainierst du denn aktuell die Woche?
Ich trainiere momentan 5-mal die Woche und dann zwischen, ja, eigentlich jetzt im Moment 2 Stunden, aber es kann auch 2 bis 3 Stunden sein, manche Phasen. Ja, also es nimmt extrem viel Zeit in Anspruch. Ich habe im Moment keinen Coach, aber davor war das eigentlich auch ein Faktor, der noch mehr Zeit in Anspruch genommen hat, wenn man dem, ja, ich sag mal, Daten geben muss von den Trainings und wenn man sein Essen trackt. Ich track im Moment nicht mein Essen, aber habe das jahrelang gemacht. Das ist auch nochmal Zeit. Ja, also es ist viel Zeit. Hast du denn durch dein Studium, also seitdem du das Studium angefangen hast, an deinem Training was geändert, weil du vielleicht irgendwie anatomisch besser Bescheid weißt oder ich weiß nicht, hat sich da irgendwas geändert seitdem? Ich glaube am Training per se nicht. Vielleicht, ich sag mal, ein paar Übungen, wo ich dann ein bisschen mehr gelernt habe, okay, das könnte so und so sinnvoller sein. Fällt mir jetzt aber kein Beispiel konkret dazu ein. Aber was Verletzungen halt angeht, auf jeden Fall, da konnte ich extrem viel mitnehmen durch mein Studium, weil ich hatte schon einige mittelschwere Verletzungen. Also ich hatte schon eine Schulter-OP, das war aber vor meinem Studium, aber trotzdem konnte ich da in der Rehab relativ viel durch mein Studium mitnehmen. Und ich hatte eine Bandscheibenvorfall letztes Jahr. Und ich glaube, ohne mein Studium und auch durch die Connections, also ohne die Connections, die ich dann durch mein Studium gemacht habe, wäre ich da relativ aufgeschmissen gewesen. Also da war ich schon sehr froh, dass ich das besser verstehe als vielleicht andere Athleten. Das war bei mir zum Beispiel auch. Ich war jahrelang Leistungssportler gewesen und ich hatte viele Verletzungen auch in der Jugend, aber war trotzdem noch ziemlich leistungsstark dementsprechend. Aber wir haben eigentlich immer mit Schmerzen trainiert und wir haben nie so eine wirkliche, ja, wir hatten zwar unsere eigenen Physiotherapeuten, die uns behandelt haben und so, aber es hat irgendwie die Aufklärung gefehlt und bereits die Aufklärung in der Jugend hat vor allen Dingen gefehlt, ja. Was ich jetzt bei mir persönlich im Coaching und in den Behandlungen und so ganz oft mache, dass ich den Leuten sehr viel Hintergrundwissen gebe, weißt du, weil ich immer sage, alles, was ich weiß, soll auch mein Patient wissen. Und ja, bin ich auch der Meinung. Bei mir ist zum Beispiel auch so, dass ich sehr, sehr wichtig finde, dass mein Patient versteht, was passiert in seinem Körper, welche Strukturen er macht, warum er das macht und so, weil das ist ja immer, du kannst ja jeden Muskel auf verschiedenste Art und Weisen trainieren. Jeder kann dir Übungen, also ein 6-Jähriger könnte dir jetzt eine Übung zeigen. Ja, der könnte jetzt sagen, oh, Liegestütze, oh ja, das kann ich auch. So, dann zeigt er dir das, ne? Dann machst du das nach. Aber Wissen zu erfahren, das behältst du ja ewig, weißt du? Und das ist dann immer so, was den Unterschied ausmacht zwischen einem wirklichen Personal Trainer und Coach, der dich langfristig betreut, oder jemand, der dir einfach nur, ja, schnell mal zeigt, wie du an der Chest Press ja, die nach vorne schiebst. Ja, voll, das war auch mir, also ist mir auch wichtig als Trainer und Coach. Ich sage immer, und das haben viele Leute bekrittelt am Anfang, für mich ist der größte Erfolg, wenn ein Kunde mich nicht mehr braucht. Weil das heißt, dass er oder sie jetzt alleine das machen kann, was ich ihm halt beigebracht habe. Und ich habe einige Leute gehabt, wo sich das Coaching, das ist so ein bisschen, sag ich mal, ausgelaufen einfach, weil da gab es dann nicht, ich meine, das sind auch keine Leistungssportler. Also ich glaube, das ist auch wieder ein Unterschied. Aber trotzdem, also so bei General Population Leuten, wenn die irgendwie nicht mehr essen, dann tracken müssen und ihr Gewicht halten können zum Beispiel. Oder wenn sie sagen, hey, ich brauche dein Technik-Coaching nicht mehr, weil das passt jetzt so, dann ist es eigentlich der größte Erfolg, finde ich. Und ich bin der gleichen Meinung. Ich glaube, ein Kunde, der abhängig ist von seinem Trainer, hat wahrscheinlich keinen guten Trainer, außer, ja, ich finde, der Leistungssport ist da ein bisschen ausgenommen, aber... Ja, sehr, sehr cool. Also ich merke da viele Parallelen zu mir auch. Jetzt Lust an, aber ja, das ist so. Und ich habe das ganz oft gemerkt, je mehr du jemanden Wissen vermittelst und an die Hand gibst, desto mehr kommt auch zurück, weißt du? Wenn dann irgendwann der Patient anfängt mitzudenken oder dein Trainingspartner anfängt mitzudenken und so und auf einmal habt ihr einen Austausch, ja, und er hat was gelesen, was du nicht gelesen hast und so und auf einmal kippt das Boot so ein bisschen, weißt du, und es verschwimmt halt immer mehr zwischen Patient und Coach oder Patient und Physiotherapeut, ja, und ihr könnt euch wirklich mehr und besser unterhalten über das Thema und es war schon oft, dass ich sogar was von meinem Patienten erfahren habe, was ich selber noch nicht gelesen hatte, ja. Ja, ich glaube, das ist extrem wichtig im Personal Training. Aber ich glaube, teilweise ja noch wichtiger mit Patienten, die halt auch Schmerzen haben. Und dass man nicht nur in so einer, sag ich mal, ja, Pseudo-Kindersprache mit denen redet und sagt, ja, das ist jetzt irgendwie kaputt und das machen wir so jetzt wieder richtig,
sondern dass man denen halt auch mit Fachbegriffen teilweise erklärt, was jetzt Sache ist und wie man das dann aber lösen kann. Weil das macht es, glaube ich, ein bisschen handgreiflicher für die. Also es ist jetzt so, das ist kaputt und das muss jetzt irgendwie repariert werden. Ich finde das richtig blöd, wenn das auch Physiotherapeuten machen, weil ich glaube, das macht dann im Endeffekt ja mehr kaputt, als es dann korrigieren wird. Also ich stimme dir da voll zu. Und ja, ich muss einfach sagen, dass das mittlerweile sich auch schon verändert hat, finde ich. Also, weil wir haben ja, du weißt ja selber, Wissen ist immer mehr schneller zugänglich und so. Ja, man googelt und auch der Patient googelt und so. Und ich möchte das zum Teil sogar, aber ich sage ihnen dann halt, hey, google mal das oder das, ja. Wenn ich dann sage, google mal Rehydratisierung einer Bandscheibe oder sowas, ja, dann schaut er sich das an und hat halt Wissen erlangt, als wenn er da irgendwie rumgoogelt und dann gleich rausfindet, dass ja, er irgendwie einen Tumor hat oder irgend sowas, ja. Also man hat ja immer irgendwas Schlimmes, wenn man irgendwas googelt. Und da hat sich einfach schon so viele coole Sachen ergeben, so, und ja. Ja, voll. Und ich glaube, das ist auch so der beste Weg, wie man dann ja, ein bisschen Patienten auch, wie die dann umdenken können. Es ist halt schon oft, manche Krankheitsbilder, ich glaube, der Bandscheibenvorfall ist immer ein gutes Beispiel. Mhm. Wenn man gleich denkt, das ist jetzt so, das ist jetzt für immer so, ich brauche eine Operation, dass man dann individuell auf den Patienten eingehen kann und dem dann individuell auch das Wissen angepasst vermitteln kann und nicht so, okay, deine Bandscheibenvorfall kann das und das und das passieren. Wenn man das im Internet liest, dann ja, weiß man eigentlich nicht, was jetzt auf einen zutrifft, aber wenn man einen Physiotherapeuten hat, dem das wichtig ist, das Wissen dann auch zu vermitteln, der kann dir genau erklären, okay, so ist die Bandscheibe, das kann mit der passieren, so kann sie sich wieder regenerieren. Ich glaube, es ist ein riesen Vorteil für den Patienten dann. Also ich weiß, das war auch bei mir zum Beispiel mit meinen Rehas dann immer so, dadurch, dass ich eben viel wusste über die Anatomie und über Rehabilitation, konnte ich mir vorstellen, was ich von der Reha dann auch erwarten kann. Und ich finde ja bei dir zum Beispiel noch interessant, viele neigen ja dazu, das sehe ich immer wieder, wenn sie eine Verletzung haben, ihr komplettes Training zu beenden, ihren Sport aufzugeben oder zu sagen, ja, ich hatte jetzt das und das und ich kann das jetzt nicht mehr machen und so. Und es gibt halt immer Mittel und Wege, weiterzumachen, weiterzukommen. Und so ja auch bei dir zum Beispiel, du hattest ja einen Bandscheibenvorfall und trainierst trotzdem noch weiter. Ja? Im Endeffekt hast du dein Training irgendwo angepasst, aber du hast nicht aufgegeben. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig. Also ich meine, ich glaube, bei mir war so auch ein bisschen diese Riesenleidenschaft für den Sport dabei, dass ich gesagt habe, ich will das nicht aufgeben. Wenn jetzt vielleicht eine andere Person, also nicht einmal die Woche, alle 3 Wochen ins Gym geht und sich einen Bandscheibenvorfall hebt, dann sagt er, okay, ja, egal, ich mache das nicht mehr. Aber ich finde, für jeden, der auch nur hobbymäßig, aber leidenschaftlich einen Sport betreibt, für den ist es möglich, um die Verletzung herum zu trainieren und sollte das auch tun. Und ich glaube, da ist halt auch wieder dann der Fall, dass man halt auch einen Physio braucht, der einem versichert, dass man das auch machen kann. Weil ich bin überzeugt, du kannst um fast jede Verletzung eigentlich irgendwie herum trainieren, auf jeden Fall in meinem Sport. Aber dass das von extrem vielen Physiotherapeuten einfach nicht unterstützt wird. Also selbst ich war ja bei vielen Physios wegen meinen eigenen Verletzungen. Ich bin nicht der Meinung, dass ich die einfach alle selber heilen kann, nur weil ich das weiß. Und ich war bei ganz vielen, die gesagt haben, ja, ganz einfach, du musst halt jetzt aufhören. Ich so, nein, muss ich nicht. Also so viel weiß ich selber. Und bis ich dann halt beim Richtigen gelandet bin, der mir dann gesagt hat, wie ich dann um diese spezifische Verletzung am besten umtrainieren kann. Ganz wichtig. Und ich habe ja gehört, also das hast du vorhin erwähnt, dass du selber auch einen Coach hast. Wie kommt es denn, dass ein Coach einen Coach hat und findest du das wichtig? Das sollte das so bleiben? Ich glaube, als Coach ist es extrem hilfreich, einen Coach selber zu haben, weil man halt dieses, man kann, glaube ich, nicht gut genug selbst reflektierend über lange Zeit arbeiten, um wirklich an Schwächen zu verbessern. Auch Sachen, die einem, also weiß ich nicht, jetzt im Training zum Beispiel, wird man sich wahrscheinlich selber immer einen Trainingsplan zusammenstellen, den man halt dann extrem gerne macht, der vielleicht aber nicht deine Schwachstellen dann genau verbessern wird. Ein Coach hat halt einfach immer dieses objektive Auge auf die Sache und vor allem, wenn man eben einen Sport mit Leidenschaft macht, dann wird man auch immer ein bisschen emotional zum eigenen Training und auch zur eigenen Ernährung gegenüberstehen. Und ich glaube, das ist einfach der Aspekt,
den der Coach dann halt rausnimmt. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, vor allem wenn man das über lange Zeit macht und sehr investiert darin ist, dass man für Ernährung und für Training jemanden hat, der da drüber schaut und einfach ein zweites Auge auch hat. Und manchmal in Phasen, wo man einfach denkt, man bringt nichts voran und es geht nichts, dass der dir dann sagt, hey, so schaut es halt wirklich aus. Also ich habe jetzt mit einer Ernährungstrainerin zusammengearbeitet, fast ein Jahr lang. Das war wahrscheinlich die beste Entscheidung überhaupt, weil ich davor manchmal ein nicht so gutes Verhältnis im Essen hatte. Und dann gab es Phasen, wo ich das Gefühl hatte, da geht nichts voran. Was auch immer mein Ziel war, abnehmen oder zunehmen, es bewegt sich nichts. Und dann hat sie mir zum Beispiel einfach die Tabellen von den letzten, weiß ich nicht, 20 Wochen aufgelistet und gesagt, hey, schau, das hat sich verändert. Und das macht man dann wahrscheinlich selber einfach nicht, vielleicht, wenn man sich selber nicht so nicht loben möchte, aber halt den eigenen Progress irgendwie zuschreiben möchte. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dieses objektive Auge zu haben. Was mich noch interessieren würde, ist, arbeitest du Bodybuilding-mäßig auf irgendwas hin? Also möchtest du einen Wettbewerb machen oder möchtest du für dich einfach stärker werden? Oder also was sind so deine Ziele, die du erreichen möchtest oder vielleicht auch schon hast? Ja, ich war länger im Powerlifting eigentlich bisher und war da also ganz, also nicht super erfolgreich, aber ich war schon ganz okay. Und das hat mir Spaß gemacht, aber eben nach meiner Verletzung hatte ich nicht unbedingt das Bedürfnis, da zurückzugehen. Und ich hatte schon größere Ziele im Powerlifting, aber ich habe jetzt einfach nicht mehr, weil mir das nicht wert ist, wegen dieser Verletzung, die ich hatte. Und jetzt bin ich dann so irgendwie ins Bodybuilding halt reingerutscht und mache das jetzt vermehrt. Ich muss nur sagen, ich bin mir selber nicht sicher, ob ich Bodybuilding-Wettkampfambitionen habe. Ich habe Phasen, wo ich sage, okay, ich mache das sicher in ein, zwei Jahren. Ich habe Phasen, wo ich mir denke, ich will das auf keinen Fall irgendwie, ja, meine Gesundheit dafür opfern und auch die finanziellen, was finanziell damit verbunden ist. Bodybuilding ist extrem teuer als Wettkampfsport. Ein Coach, die Diät selber, das Outfit, es ist extrem teuer. Und auch, dass man so viel von seinem Leben dafür opfern muss, weil man tatsächlich einige Monate nicht wirklich funktionsfähig ist. Also ich könnte es neben meinem Studium, könnte ich keine Bodybuilding-Prep machen. Ja. Und in meinem ersten Jahr als Physio kann ich mir das auch schlecht vorstellen, dass ich dann denke, okay, ich bin jetzt einfach irgendwie um 50% weniger leistungsstark als Physio. Deswegen, ich glaube, ich bin so jemand, ich warte die ganze Zeit auf einen Zeitpunkt, wo ich mir denke, das könnte gerade passen. Und dann passiert es vielleicht nie, aber ich glaube, es wär schon cool, wenn ich es mal machen würde, also auf die Bühne gehen, weil ich diesen Sport schon so lange so intensiv mache, also Bodybuilding oder Kraftsport, dass ich finde, irgendwie gehört es dazu, wenn ich es dann doch mal ausprobiere, und dann kann ich immer noch sagen, es war jetzt irgendwie ein Blödsinn. Genau, also ich würde schon gerne mal machen, und ich bin noch so jung, ich denke mir, wenn ich es in 4 Jahren mache, dann mache ich es in 4 Jahren und dann ist auch okay, dann habe ich mehr Zeit, um aufzubauen. Also ja, ich glaube schon irgendwann Bühne, aber schauen wir mal. Ja, sehr, sehr cool. Also ich habe ja auch seit wann bin ich jetzt im Krafttraining? Also mit 12 war ich auf der Sportschule damals und habe angefangen und seitdem mache ich eigentlich Krafttraining. Und das war auch immer so eine Idee von mir, halt im Natural Bodybuilding zu starten und auf der Bühne zu starten. Und habe es aber nie gemacht. Ich habe 2-3 Mal eine Testdiät gemacht, aber ich bin einfach nicht der Typ, der so tief im Körperfett kommen kann. Und selbst als ich dann schon bei ungefähr 10% Körperfett war, was für viele normal ist, ja, also ging es mir schon ziemlich schlecht. Und ich war schon ziemlich leistungsschwach, muss ich sagen. Ja? Nicht nur im Gewicht, auch viel öfter krank geworden. Und mein Kumpel ist 2-mal deutscher Meister im Junior, also 2-mal Junioren deutscher Meister geworden im Natural Bodybuilding. Mhm. Und befindet sich eigentlich konstant auf unter 10% Körperfett. Ne? Aber der ist einfach auch der Typ dafür. So. Und der macht 6 Wochen Vorbereitung und dann startet der in den Wettkampf. So, ja? Und ich mache 2-3 Monate Diät und länger. Ja, ich glaube schon, dass es im Bodybuilding, jetzt vor allem im naturalen Bereich, schon eher darauf rausläuft, dass die meisten Leute längere Preps machen, vor allem nochmal als Frau. Da braucht man nochmal länger, vor allem wenn man halt irgendwie doch ein bisschen gesund bleiben möchte, hormonell und so. Also es ist sicher ein Aufwand von einigen Monaten. Und es ist ja auch so, dass nicht nur, die Prep beginnt ja nicht mit Diätbeginn. Du musst ja irgendwie so in einer guten Ausgangslage sein, dass diese Diät irgendwo hinführt. Also wenn ich jetzt auf 2000 Kalorien im Überschuss esse, dann ist das
ist es nicht genug, um in die Diät zu starten, weil dann bleibe ich bei 0 Kalorien am Ende übrig und das geht ja nicht. Also muss man irgendwie dann schon echt vorausplanen, so sagen, okay, in 1, 1,5 Jahren will ich starten, jetzt muss ich richtig hochgehen mit Kalorien. Es ist echt ein Commitment und manche Leute, also Freunde von mir auch, die spüren das in sich, die wissen, was sie wollen, in 2 Jahren stehen sie auf der Bühne, jetzt wird gegessen und ich bin halt irgendwie gerade nicht so, aber vielleicht, ja. Ja, ich glaube, es reizt mich schon genug, dass ich es tatsächlich mal ausprobieren werde. Sehr, sehr cool. Also wir verfolgen dich auf jeden Fall weiter und ja, wir gucken, was die Zukunft bringt, oder? Carmen, was würdest du abschließend sagen für jemanden, der jetzt starten möchte mit dem Sport? Könntest du dem da 1, 2 kleine Tipps an die Hand geben, was er sich vorher informieren sollte oder an was er denken sollte oder so 1, 2 kleine Ratschläge? Ich glaube, der größte Ratschlag ist tatsächlich, sich einen Coach zu nehmen, weil ich glaube, damit macht man schon mal viel richtig, beziehungsweise man vermeidet viele Fehler, wo man dann einfach ewig lang das Gleiche macht, ohne Erfolg und so weiter. Aber wenn man irgendwie vielleicht nicht die Möglichkeiten dazu hat oder auch gar nicht weiß, wo man anfangen soll, einen Coach jetzt zu finden. Die Technik ist das Wichtigste, glaube ich, am Kraftsport selber, also am Training. Viel Wert darauf legen, sich viel, ich meine, auf YouTube ist auch viel Blödsinn. Deswegen denke ich halt auch, dass einfach der Coach die beste Option ist. Aber sich viel Information aus verschiedensten Quellen dann einfach herzuholen und nicht nur dieses eine Video zu schauen, sondern mehrere. Ich habe das selber so gemacht, wie ich angefangen habe mit dem Kraftsport und ich habe auch nicht alles richtig gemacht, aber wenigstens war der Ansatz da, dass ich mir einfach, ich wollte eine neue Übung ausprobieren und ich habe mich davor super lange darüber informiert. Meine Motivation dahinter weil es mir peinlich war, sie falsch zu machen, aber das ist ja auch okay. Und dann ja einfach viel Technik üben, bevor man jetzt irgendwie sich denkt, ja, bevor man das ganz lässt. Und das andere ist, progressiv zu trainieren. Also ich glaube, gerade bei Frauen ist es ein Riesenproblem, dass man sich denkt, ja, man benutzt immer nur das gleiche Gewicht und das ist mir zu schwer und das ist irgendwie, habe ich Angst davor und so. Einfach machen. Also einfach vor allem irgendwie mitschreiben, was man die eine Woche trainiert, also geliftet hat und dann in der nächsten Woche versuchen, das zu übertreffen. Und ich glaube, dann wird man auch wirklich Progress sehen. Weil ich glaube, der Grund, warum viele Leute eben dann keinen Fortschritt machen, nicht Muskeln aufbauen, ist, weil sie einfach nicht progressiv an das Ganze herangehen. Und ohne dem wird der Körper nicht sich adaptieren und dann wird nichts passieren. Sehr, sehr cool, auf jeden Fall. Also ich bin da voll bei dir und so. Ich finde das klasse. Wenn jetzt jemand nach Amsterdam kommen möchte und dieselben Vibes wie du spüren möchte, die ganze Areas kennenlernen, die schöne Atmosphäre und so, wann würdest du ihm empfehlen, die Stadt zu besuchen? Zu welcher Jahreszeit und ja. Ach, zu welcher Jahreszeit? Also das Wetter hier ist immer schlecht. Es gibt leider keine Garantie, wenn man es gut ist. Es ist wirklich traurig, weil dieses Jahr im Sommer selber tauchen. Also hier und es war nur Regen. Ich finde den Herbst sehr schön, weil es dann einfach, wir haben sehr schöne Herbstfärbungen hier und das macht die Stadt nochmal irgendwie gemütlicher. Wir haben auch sehr, es sind sehr viele Bäume hier in Amsterdam, also ist es wirklich sehr nett. Ich glaube, der Herbst ist wirklich am besten, auch wenn es dann vielleicht regnerisch ist. Also wenn ihr irgendwie plant, nach Amsterdam zu kommen, dann immer mit Regenjacke und am besten auch mit Regenhose und alles, weil, ja, es wird regnen. Genau, also im Herbst, früher Herbst mit Herbstfärbung noch, genau. Carmen, wenn die Leute dich jetzt weiter verfolgen wollen, wo können sie das denn machen? Wo können sie mit dir in Kontakt treten? Am besten Instagram. Das ist mein Name Coach Cappuccino mit 2 P und 2 C. Und ja, also da kann man mich am besten kontaktieren oder falls man eine Frage mich hat, einfach eine Direct Message schicken. Ja, das ist eigentlich die beste Art, mich zu finden. Ich werde auf jeden Fall deine Socials unter dem Podcast verlinken und auch unter dem Video bei YouTube. Denn wenn ihr uns jetzt hier gefunden habt, ihr könnt uns auch auf YouTube verfolgen unter Reisegedanken oder ihr könnt es auf unserer Webseite verfolgen unter reisegedanken.com. Carmen, ich danke dir auf jeden Fall, dass du die Zeit heute mit uns verbracht hast, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Also ich bin sehr beeindruckt von so einer jungen Frau, die schon so viel gemacht hat in ihrem Leben und so selbstbewusst im Leben steht. Wie war es denn für dich, bei uns jetzt hier zu sein? Ja, erstmal danke euch. Es hat mir extrem viel Spaß gemacht, ein bisschen mit zu plaudern und auch Gedanken auszutauschen. Ich finde es immer spannend, irgendwie mit neuen Leuten zu reden, auch die in anderen Orten auf der Welt wohnen. Ja, coole Fragen und es hat Spaß gemacht. Danke euch. Damit verabschieden wir uns bei euch. Wir danken euch fürs Zuhören. Habt eine schöne Zeit, macht's gut und bis bald. Ciao.